Reisende reisen selten bis Elba. Man macht es euch halt selber. Hallo, Männerler. Heute mal ein kleiner Aufbau mit dem Frequenzgenerator in IGBT und einer Lampe und ein Ringkern. Ich schmeiß den ganzen Krempel an. Hier haben wir die Ampere, die fließen. Ist aber nicht ganz so entscheidend. Sind jetzt. Warte mal. So. Naja, ihr seht jetzt 116 Milliampere. 115 ungefähr, man kann auch noch mal gucken. Und ja, gut, mit Ost ist schwer zu zeigen, ist egal. Wir machen jetzt erstmal, also der Trafo oder Ringkern ist jetzt hier im System mit drinnen. Und wir, das ist jetzt eine Ausgangswicklung, ne? Gucken mal. 113 ist noch ein bisschen gefallen. Wir schließen jetzt mal die Wicklung kurz. Die Ausgangswicklung. 113, ich löse, 112, ich löse. 111 ungefähr, Batterie fällt jetzt halt, ne, ist klar. Ich klemme wieder an. 111, ne, das ist der Kurzschluss. Ne, und dass hier Sef da ist, warte. Kann man ganz einfach mit einer LED zeigen. Ja? Und auch wenn ich die LED jetzt dran habe, ist nichts. Na klar, so eine LED zieht ja auch nichts. Ne? Aber jetzt, Jungs, wird es richtig crazy. Und zwar kann ich jetzt, Moment mal, ich baue euch. Ne, das nehmen wir jetzt mit N mal auf. Aber ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das so richtig war. Also, wir gehen an ein Ende hier, da können wir gleich mal testen, ob das an dem anderen Ende auch geht. Und klemme jetzt Steckdosenerde an eine der Trafo-Wicklungen, ne? Also es ist immer, die oben die Reihe ist immer eine Anfangwicklung und unten exakt gegenüberliegend dann Ende, ne? So, wenn wir jetzt probieren wir mal gegen Erde. Guck mal. Wenn ich jetzt, war das jetzt hier heller? Nee, ne? Kann ich wahrscheinlich auch direkt an Erde. Oder? Naja, es nimmt sich nicht viel. Probieren wir mal direkt an Erde. Müsste ja theoretisch auch gehen. Und dann wisst ihr auch gleich, warum ich das Ostsee nicht dran habe. Ne, also hier. Das geht jetzt hier an die Steckdose Erde, ne? Und das Interessante ist, dass ja, das läuft ja von Batterie. Also die LED, also diese Erdung ist ja mit der Batterie theoretisch gar nicht verbunden. Also wenn, dann nur über der Erdung, ne? Wir können jetzt mal eins machen, dass man die, ich hebe jetzt mal, erstmal fasse ich die Batterie an. Macht das erstmal nicht, jetzt hebe ich sie an, jetzt ist sie angehoben. Ist immer noch gut, das könnte ich jetzt sein, ne? Ha. Ich habe jetzt leider, warte mal, ich gucke mal, ob ich ein bisschen Styropor da hätte. Oder ist das jetzt der Kühlkörper? Ne, einer doch nicht. Da kann ich hier auch ranfassen. Das ist ja krass. Wie sind da jetzt der Stromkreis geschlossen? Man muss ja theoretisch. Das ist der Minus der LED. Minus irgendwie hier über den Pol. Guck mal, wenn ich den Pol anfasse. Was soll er? Muss ich, wenn ich den Pluspol anfasse? Was soll heller? Okay, ja, klar. Das ist auf jeden Fall krass, ne? Na gut, dass man da Kurzschluss machen kann, ist glaube ich auch nicht ganz so normal, ne? Aber ich muss jetzt mal gucken. Gucken jetzt mal schnell, was die Batterie noch hat. L4, die knackt langsam zusammen. Ich baue ich jetzt nochmal auf, ich will euch noch was zeigen. So, und zwar
Mal einfach mal. Oh, das wird wieder Katastrophe, glaube ich. So, machen wir es jetzt mal so. Also, wir haben an der, an der Batterie L4, ihr seht es, stark fallend. Am MOSFET 08. Das muss ich mir jetzt selber mal aufschreiben. Ja gut, 11,3,7. Ich mache jetzt mal 11,4,08 hat man am MOSFET. Jetzt gucken wir mal an der LED. 10. Naja, 10 Volt, ne? So, LED 10. Und wenn wir jetzt die LED mit dem MOSFET zusammenrechnen, sind wir bei 10,8 Volt, ne? Und wir haben 11,4. Also theoretisch müssten jetzt an der Wicklung, Moment, 0,6 abfallen, theoretisch, ne? Da wird natürlich, es geht natürlich noch hier ein bisschen was verloren mit den Kabel. Bei der, wir messen jetzt ja auch noch die Ampere hier, ne? 100 Milliampere, wieder das Licht wieder, ne? Die können Sie durchdrehen. 100 Milliampere, das natürlich hier fällt natürlich auch noch ein bisschen ab, ne? Aber man kann grob sagen, dass in der Spule halt nicht viel abfällt. Wenn wir das jetzt versuchen zu messen, ich gehe jetzt einfach mal hier ran, haben wir hier 0 Millivolt. Das ist jetzt, glaube ich, DC. Moment. Jetzt haben wir AC. 0. Ne? Das zeigt natürlich jetzt, das Multimeter zeigt das natürlich jetzt nicht an, aber ihr könnt ja selber die Rechnung machen. Ne? Und dadurch können wir quasi, ja, einmal von da gegen Erde, was ich euch jetzt gezeigt habe, oder wir können sogar in, Moment, wollen wir am Eingang kurz Schluss, was passiert denn? Und nicht, ne? Genau, guck mal, ob ich die Spule jetzt hier kurz schließe oder nicht, die, also die ist quasi wie ein Kurzschluss, ne? Wenn ich jetzt hier am Ausgang kann ich auch kurz schließen, Boogie. Oder hat es jetzt mehr? Zieht es jetzt mehr? Nö, oder? 9,4, 9,3, ich mach nochmal ab. 9,3. 9,3, nö. Macht echt nichts, ne? Natürlich können wir jetzt hier eine LED hoch. Ups. Natürlich können wir jetzt hier auch eine LED leuchten lassen. Seht ihr, ja? Und das verbraucht nicht mal 1 mA, ne? Das ist natürlich jetzt nur ein Grundexperiment. Aber hier sieht man schon, dass das funktioniert. Krasser Scheiß, ne? Durch Zufall halt hier das. Oder wenn wir jetzt hier, warte mal, ging das hier hoch? Ah, genau, das kann ich euch auch nochmal zeigen, das linke ich euch nochmal aus. Also der ganze Krempel hängt wirklich nur an der Batterie, ne? Wenn ich jetzt hier abmache, ist aus. Alles. So. Achso, das Amperemeter nicht gezeigt. Zack, ne? Gut. Ach so, aber in Zukunft zeige ich euch sowas nicht mehr hier. Ihr glaubt es sowieso nicht, warum soll ich euch da sowas zeigen? Ne? Ist ja eigentlich Quatsch. Gut, jetzt wird es noch ein bisschen lustiger, weil wir hatten ja vorhin das Kabel ja an der Schaltung dran. Huch, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Habe ich gezoomt oder was? Ich habe gezoomt. Huch. An der ja, direkt am MOSFET, was dann der Geminus ist über das Ding. Über die Strommesse. Und da hat die LED ja gegen Erde geleuchtet. Ja, jetzt wird es noch verrückter. Jetzt gehen wir von der Wicklung, ne? Wir haben jetzt nur einen Draht, also einen Anfang oder Ende von der Wicklung haben wir jetzt angeschlossen. Mit dem roten hier. Ist nicht viel. Und dann gegen Erde. Das ist jetzt galvanisch getrennt von der Geschichte. Nur mal so am Rande, ne? Leco mio, Digga, das ist ja Wahnsinn. Das ist krass. Ja. Gut.
habe ich das mal auf Video auf jeden Fall. Sehr interessant. Auf jeden Fall das Problem ist, der IGPD, das ist scheiße jetzt in dem Fall, weil der halt eh einen Wolf verbrezelt, das ist total behindert. Ich bräuchte halt einen besseren einen MOSFET. Oder am Ende kann ich sogar mit Transistor sogar fast. Ja, nee, da habe ich nochmal auf der Bahn. Ja gut, Transistor ist noch beschissener. Seigel habe ich jetzt hier. Und also das geht, das muss jetzt nicht das so sein, ne? Könnt ihr auch anders rumtüdeln, muss da rumspielen. Ich habe das jetzt so gemacht, damit halt hier am wenigsten Spannung am MOSFET ist, am IGBT. Hm? Wir können auch, ich habe jetzt hier mal, oh gut, das siehst du, das wollte ich auch noch zeigen. Das ist ja jetzt hier nur eine LED, das ist schon ein bisschen wenig, ne? Aber vor uns ging das auch von hier. Ich probiere das jetzt nochmal. Das wundert mich. Vor uns ging das. Wahrscheinlich habe ich da mit dem Ostsee mir ein bisschen. Na, ne, hier geht es nämlich nicht. Oder habe ich es ausgeschaltet? Nee. Wir drehen nochmal rum. Und es ist so noch was Interessantes, siehst du? Das will ich, hauen wir da auch nochmal mit rein. Nee, okay. Hier leuchten die nicht. Ach, weil der Strom jetzt fällt, Leute. Ja, pass auf, da cheat man jetzt ein bisschen. Wollte ich euch jetzt das gegen Erde noch zeigen? Nö. Jetzt ist halt das Problem, dass die Batterie langsam leer wird, ne? Das ist so dunkler. Pass auf, ich klemme jetzt mal schnell die Batterie zum Laden an, ich bin gleich da. So, jetzt haben wir natürlich wieder eine Verbindung zur Erde, aber jetzt haben wir auch wieder die 200 mA. Und dann kann ich euch das, glaube ich, auch jetzt zeigen. Mal gucken, ob es jetzt geht. Ich habe falsch angeklemmt. Oder mal probieren wir es mal hier. Vielleicht geht es ja hier schon. Ne? Genau, und dann muss ich euch ja noch was zeigen. Ne, es geht ja wieder nicht. Oder ich habe jetzt verpult. Moment. Doch. Guckt. Seht ihr nichts, ne? Oh, ich habe leider keine Kokoklemme mehr, Leute. Zack. Ne? Und da haben wir sogar auf der. Also ich muss euch das nochmal zeigen. Wenn wir jetzt hier. Das ist ja die Eingangsspule, ne? So. Und wenn die leuchten. So, und jetzt drehen wir mal die Polung, Leute. Und da leuchten sie nicht. Das ist geil, Digga. Also ich vermute, dass hier jetzt der Lenz da so ein bisschen leuchtet, ne? Das ist so krass, Leute. Da. Wie gesagt, das ist jetzt nur ein Testaufbau. Da. So, und jetzt müsste auch das mit der LED gehen, was ich euch vor uns nicht zeigen könnte, weil die Batterie langsam abkackt. Ja, ne? Und ich würde schon sagen, die leuchtet schon gut, ne? Und mit der können wir jetzt auch. Jetzt gehen wir hier an die. An die Wicklung, an eine der Wicklungen hier. Ne, geht auch. Und die ist schon eine Menge hell, ne? Und jetzt tun wir noch mal. Ach so, wartet mal, das will ich euch auch noch zeigen, genau. Wir haben ja jetzt so leuchtet. Jetzt pullen wir. Ups, jetzt seht ihr es nicht. Jetzt pullen wir um. Leuchtet nicht, ne? Ich dachte erst, ich müsste es hier hinten noch gleich richten. Aber das ist schon Gleichstrom. Brauchen wir gar nicht mehr machen. So, und jetzt gucken wir nochmal. Also jetzt tun wir mal die Ausgangswicklung gleich kurz schließen. Wir haben ungefähr 215 mA. Ihr seht es ja, es hat gerade geschwankt zwischen 214 und 215.
Aber es scheint jetzt stabil. Okay, und jetzt schließen wir mal die Wicklung kurz. Es ist tatsächlich mehr. Ich mach mal ab. Ah, ne. Es bleibt bei 16. Jetzt hab ich ab. Jetzt ist 17, guck. 17 und ab. Sogar 18 Grad kurz gewesen. Ja, pass auf, da klinke ich euch noch mal kurz ein, weil das jetzt. Gut, das kann natürlich jetzt sein, dass mein Labornetz da. Das schwankt natürlich ein bisschen. Jetzt blendet das wieder. Ich drehe durch, Leute. So. Gut. So, 2.17, 2.18, 2.16, keine Ahnung, ne, so ungefähr. Jetzt tue ich kurz schließen. Dran. Nix. Warte mal, ist jetzt. Aber jetzt mit kurz geschlossener Ding kann ich jetzt nicht hier, oder? Kann ich jetzt die LED noch anmachen? Obwohl. Also gegen Erde die LED leuchtet. Und, ui. What? Warte mal, da hänge ich euch das nochmal aus. Hat das jetzt mehr verbraucht? Habt ihr geguckt? Guckt mal an hier. Erd-LED. Wir gucken jetzt hier nochmal. Ich klemme Erd-LED an. 2.17. Ab. 2.16. Ja, ne, also kannst du abhaken. Das tut sich überhaupt nicht. Das Lustige ist, die Wicklung ist kurz geschlossen hier am Ausgang. Ne, der zweite Pin oben, zweite unten. Ja, moin. Kann ich euch sogar zeigen? Wartet mal, ich mache euch mal die Erde ab. Und wir gehen jetzt nochmal an sozusagen an Eingang. Da leuchtet jetzt, glaube ich, nicht. Ich weiß es halt nicht, ob ich schon bin. Jetzt machen wir die Kurzschluss ab. Ah, der ist wieder verkehrt rum. Ah, warte mal, steck das jetzt mal hier so rein. So. LED leuchtet. Wir haben 2.19, 2.18, Bierlup. Und jetzt Kurzschluss. Na, und dann geht die. Seht ihr das? Oh, das ist zum Kotzen. Ne? Dann geht die aus. Also, das ist wirklich hier Kurzschluss. Geil, jetzt sieht es wieder ein bisschen mehr. Wie gesagt, es schwankt ein bisschen vom Labornetz da jetzt, ne, wenn ich jetzt. Achso, der lädt ja jetzt. Ja, das wird jetzt immer mehr. Der lädt ja. Mit was laden wir? 200 mA. Ja, gut, das steigt jetzt immer. Ja, logisch. Vorhin ist immer gefallen, weil es leerer geworden ist. Aber das ist schon krass, ne? Lego mio, Leute. Zack, ist sie wieder an. Ne? Also, das ist wirklich Kurzschluss. Und wie gesagt, das ist DC. Also, ha. DC in eine Richtung sogar. Ha. Beziehungsweise halt nur, ich nenne das Sache jetzt mal positiv induziert, ne? Ha. Krass, Digga, krass, scheiße. Ja. Das wird den meisten wird das natürlich nicht sagen, ne? Na, keine Ahnung. Vielleicht macht er ja was draus. Vielleicht testet das auch mal. Aber das Ding muss ich ersetzen. Das Scheiße ist die 20 mA oder ich glaube ja 20-30 mA. Und der MOSFET, der verballert jetzt 1 Volt mal 200 mA, ne? Ich meine, gut, machen wir doch nicht. Oder das Messfehler kann natürlich auch sein. Aber das funktioniert, Leute, ne? Also das was wir hier machen an dem Ding, das ist Boogie. The Loving and Giving Part. Hier, Rick Friedrich, fick dich, du Arschloch. Dämliches Schwein, Alter. Nein, es ist einfach nur, guckt euch mein Video an, dass es keine Stromrichtung gibt. Ne? Und dann könnt ihr sowas auch machen. Ne? Aber ihr müsst erstmal kapieren, dass das so nicht ganz richtig ist.
Wie es nur 100% weiß ich auch nicht, mir auch egal. Aber das funktioniert hier. Man müsste das halt noch ein bisschen höher skalieren und so. Ich wollte es jetzt erstmal nur nochmal überprüfen. Ja, funktioniert, ne? Wir können ja auch mal, ich kann euch ja auch mal das Ostsee anmachen. Und wir gucken mal, wo hab ich denn das jetzt hier liegt? Und wir gucken mal schnell noch. Genau, die ist jetzt nicht angeklemmt, die Wicklung. Also wir gehen jetzt auf die Wicklung, wo wir Kurzschluss gemacht haben. So. So, genau, das wollte ich ja euch auch noch. Weil vor uns im Stream, machen wir es jetzt mal so. Ich denke, so seht ihr es schon, dass die Höhe auch nicht immer gleich ist. Ne? Das ist jetzt mit MOSFET, mit Frequenzgenerator, also ich tue jetzt nichts mit der Hand machen. Und guckt mal, das ist trotzdem Abweichung. Ne? Wenn ich jetzt weiter reinzoome, geht es dann, dann triggert er die. Aber wenn ich jetzt weiter rausgehe, gut, dann ah nee, da kriegt er nicht jeden Puls. Aber hier seht ihr schon, ich mache jetzt hier nicht, ne? Und jetzt ist jetzt hier nicht Kochhäs oder irgendwas. Ist eigentlich kalt. Und trotzdem ist es nicht immer gleich, ihr seht es ja. Ne? Ich denke, das ist noch ganz interessant. Und achso, jetzt ist die LED aus. Wartet mal, jetzt können wir den mal triggern. Also ich zoome einfach weiter rein, dann triggert er, ne? So, das ist jetzt die Ausgangsspule. Das sind 10 Volt, Jungs. Ne? Und wenn wir jetzt, wartet mal. Wohl bemerkt, dass die Ausgangsspule, ne? Wir sind jetzt am Ausgang. Und wenn ich jetzt die LED am Eingang mache, anklemmen. Ihr seht, achso, warte mal. Dann muss ich, das ist den Balken komplett, dann bricht quasi die Spannung auf die LED ab. Ran. Ne? So. Ja, und jetzt kommt es leider. Jetzt pass auf. Also, 5 Volt. Achso, nee, das rafft ihr ja trotzdem nicht, ne? Achso, scheiße, ihr kennt ja, ihr habt noch die falsche Formel. Ich zeig's euch trotzdem mal. Ihr habt's jetzt gesehen. Und jetzt gehen wir mal, kann ich das hier abmachen? Nee, ne? Jetzt gehen wir mal mit dem Ostsee an Eingang. Also von dem Transformator. Ach siehst du, das bringt euch alles gar nicht, ne? Komm. Selbe Einstellung, ne? Wir können ja mal gucken, ob ich den. Ja. Das ist jetzt wieder 5 Volt pro Kästchen, ne? Und das wäre 1 Volt pro Kästchen. Ich mache jetzt mal. Machen wir mal auf 2 Volt pro Kästchen. Und ich probiere noch aus, ein bisschen auseinander. Da haben wir jetzt so alle Beete drauf. Ne? Und jetzt gehe ich an Ausgang. Also an die Spule. Ja, wir müssen es mit 5 Volt pro Kästchen. Also hier haben wir 10 mit dem knapp 1 Volt Huckel. Was geht noch mal ein? Das ist krass. So krass, das ist dann genau rafft, ne? Ich meine, die Mittel sind ja da. So, und das ist der Eingang. Ja, moin, Digga. Na, das ist schon. Ja, für die es kapieren, ne? Herzlichen Glückwunsch. Krasser Scheiß, Alter. Und ja, für die anderen ist es halt nicht so, ne?
gut, ich muss dann halt mal die ganze Erklärung und bli, aber ich habe auch nicht viel Interesse dran, ehrlich gesagt. Aber mal gucken. Jetzt gucken wir mal, geht denn gegen Erde jetzt auch noch? Das habe ich jetzt noch nicht getestet, das teste ich gleich mal. Okay, warte mal. Dann gehen wir mal hier ran. Na, ja, moin. Es verändert minimal den Puls hier, ihr seht. Und jetzt können wir ja spaßenshalber mal am Ausgang noch mal messen. Da haben wir ja den 10 Volt Puls. Und jetzt gehe ich mal wieder mit der LED gegen Eingang, sage ich jetzt mal. An, ab. Also beim An- und Abklemmen, ah, jetzt ist das Ding abgegangen. Beim An- und Abklemmen ist man ein kleiner Huscher. Aber ansonsten gar nichts, Leute. Ja, moin. So. Ne? Die leuchtet doch nicht mal verkehrt. Ne, die ist schon ein bisschen an. Ah doch, jetzt sieht man es. Ah ne, jetzt bin ich ja an der Wicklung. Okay, wenn ich an die Wicklung rangehe, hier, dann verändert sich auch das Signal. Ihr seht es ja, ne? Und jetzt gehen wir hier vorne ran. Am Eingang vom Trabu quasi. Oh, jetzt hält die LED. Also heute ist was los. Du. So, jetzt gehen wir am Eingang. Also, ich muss jetzt so. LED leuchtet. Ab. An, ab, an. Manchmal ist ein kleiner, ihr seht es, ne, beim An- und Abklemmen. Aber macht überhaupt nicht. Nur wenn ich direkt an die Wicklung rangehe, dann zieht er was ab. Krass. Huch. Ja, wie prophezeit, steigt es weiter, weil wir, wie gesagt, laden. Ne? Krass. Das ist echt krass, Jungs. -10, ne? Ja. Komm! Ja, also immer gegen Erde und Kurzschluss egal. Ja, moin. Ha. Gut. Dann bis später.